Applaus, kommt nach vorne. Ich bin deswegen so stolz, dass beide da sind, aus folgendem Grund. Erstens einmal, nimm zu nur ruhig, take your seat, and fasten seatbelts. Ich bin so stolz wirklich auf die zwei Jungs, nicht nur auf sie, sondern auf das ganze Team Young Generation. Sie haben gleich bei den ersten Gesprächen, der David, der da hinten auch mit der Kamera dabei ist, die sind extra hierher gefahren, du aus Altenkirchen, aus Aalen. Und bei dir, David? Heidenheim. HDH, das Kennzeichen HDH. Genau. Also, dass sie wirklich sich die Zeit genommen haben, zu sagen, wir kommen gerne nach München. Ich möchte euch zeigen, dass Young Generation nicht... Dass Young Generation nicht mein Gesicht oder meine Stimme ist, sondern Young Generation werden diese Gesichter, diese Stimmen, dieses Team sein. Und ich fände es auch klasse, dass sie gesagt haben, wir wollen die Gelegenheit auch nutzen, von uns aus Impulse zu geben oder zu erzählen. Ja, und du, Simon, du hast ja derjenige, der jetzt zu uns sprechen wird, du hast ja auch etwas hinter dir, wo du ja selber dann sagst, du warst auch irgendwo in dieser Welt verloren mit Abhängigkeiten, mit Süchten. Also von dem her, leg einfach los. Ja, also auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Bin tatsächlich sehr dankbar, das tun zu dürfen, auch in dem Rahmen jetzt mal außerhalb meiner Gemeinde so ein bisschen aus meinem Leben zu berichten. Und zwar komme ich gebürtig aus Ravensburg. Ich wohne jetzt zwar seit etlichen Jahren in Aalen, im Oststadtkreis, komme gebürtig aber aus der berühmten Stadt der Spiele und der Puzzle aus Ravensburg. Die berühmten Spiele mit dem blauen Dreieck kennt zumindest in Deutschland fast jeder Haushalt, jedes Haushalt. Genau, und wie Freddy vorher gesagt hat, ist das mit der Realschule oft ziemlich tricky, einfach weil deine Mitmenschen, deine Klassenkameraden, deine Menschen um dich herum das vielleicht gar nicht mit Absicht machen, so wie bei mir damals. Aber wenn ich heute zurückblicke, war das ein ziemlich großes Problem, dass ich in falsche Kreise gekommen bin. Ja? Und dann haben 14-jährige Klassenkameraden nichts Besseres zu tun, als mittags nach der Mittagsschule sich eine Kippe anzumachen. Ha, Simon Mitsch auch. Ja, und mit 14, ich war eh tendenziell naiver als andere und ich hatte nicht dieses erwachsene Denken, oh nee, das ist jetzt wahrscheinlich schlecht für meine Gesundheit. Ja, also rauche ich halt. Ja, und das hatte aber zur Folge, dass ich bis vor, ja, das war Oktober 2021, nee, 2020, bis dahin habe ich geraucht. Ja, also ich rede von 10, 11, 12 Jahren. Genau, also. Und so kam ich dann auch, dann ist nicht bei Nikotin geblieben, Zigaretten, ja, und das hat die Tür aufgemacht bei mir, um in so eine, ich nenne es jetzt mal, eine Welt von Abhängigkeiten einfach reinzukommen. Und es ist auch so überbegrifflich meine Geschichte, wahre Freiheit in Jesus. So würde ich den Gang bis zu diesem heutigen Tag tatsächlich beschreiben. Ja, weil ich dann nicht nur in Nikotin gefangen war, sondern dann hat man halt mit 16 auch mal gekifft. Nicht mal, es wurde immer regelmäßiger. War schon immer, entschuldigt die Wortwahl, ich als Schwabe würde es so sagen, war stinkend faul. Ich wirklich, also Realschule gerade so mit einem Dreier gemacht. Dann bin ich auf eine weiterführende Schule im Bodenseekreis, habe mein Berufskolleg gemacht, ja, fachgebundenes Abitur, war noch schlechter, das war schon tendenziell eher eine 4, gerade eben, weil ich viel gekifft habe und ständig faul und ja, keine Verantwortung, Eltern, lasst mich in Ruhe, geht mir jeden Tag nur rund um die Uhr auf den Zeiger. So. Und mit 16, 17 fängt man dann natürlich auch an, in die Stadt zu gehen. Ja, man will was erleben, man will Party machen. Und das hatte zur Folge, dass ich dann aber nicht Party machen war, sondern wir in irgendwelchen verrauchten Kneipen gesessen sind, Alkohol getrunken haben und angefangen haben, Geld in Automaten zu stecken. Dann habe ich mich trotzdem plötzlich in einer Automaten-Glücksspielsucht gefunden. Und in der Zeit bin ich 18 geworden und ich sage euch das deswegen, dass ihr versteht, ich konnte keine erwachsenen, gesunden Entscheidungen treffen. Das ging nicht.
konnte ich nicht, aber ich musste es treffen. Warum? Schule, warum? Und dann stand zur Debatte arbeiten oder studieren. Ich habe mich aber in einer Situation gefunden, wo ich eine Entscheidung treffen musste. Weil das entscheidend ist halt auch für deine Zukunft in dem Moment. Will ich arbeiten? Will ich eine Ausbildung machen? Will ich studieren? Und zu dem Zeitpunkt müsst ihr verstehen, ich habe ja nie gearbeitet, ich war Schüler, ja, und wenn ich schon zu voll war zum Lernen und die Dinge zu tun, die getan werden müssen, habe ich auch kein Geld verdient, ja. Also dafür war ich ja sowieso dann zu bequem, mir irgendwie Geld dazu zu verdienen, also musste es aber trotzdem finanziert werden, ja, und habe dann auch tatsächlich in Läden geklaut, ja, hab, irgendwo kam das Geld dann immer her, ja, oft auch aus dem Geldbeutel von meinen Eltern, ohne dass sie es wussten. Aber ich weiß, ich habe das oft an dem Blick von meiner Mutter gesehen, sie wusste schon, dass ich oft halt auch Kleingeld genommen habe, weil es war immer komfortabler für einen Zigarettenautomat. Auf jeden Fall habe ich dann aus einem total naiven Gedankenantrieb heraus gesagt, ah, ich will aus dem Elternhaus ausziehen, ich ziehe nach Aachen. Das ist der Grund, warum ich heute immer noch in Aachen bin. Und das Studium, das verlief richtig schlecht, klar. Ich habe mich dann nach anderthalb Jahren exmatrikuliert und wir reden von 2014, früher. So, jetzt habe ich nie gearbeitet und bin dann plötzlich Hartz-IV-Empfänger und bin auf Hilfe vom Staat, vom Jobcenter angewiesen. Und dann kommt das Jobcenter und sagt, Herr Biller, was meinen Sie, wenn Sie in eine Langzeittherapie gehen? Und es trifft dich. Das trifft dich mega, weil du wirst wachgerüttelt. So. Die sagen das ja nicht ohne Grund. Das sind erwachsene Leute, das sind ausgebildete, studierte Leute. Und ich dachte mir damals, okay, wenn die das jetzt sagen, vielleicht ist da wirklich was dran. Und in derselben Zeit bin ich vom Jobcenter, sie wollten was Innovatives machen, was Neues, und haben meine Generation über einen Kamm geschert. Ihr jungen Leute, ihr macht nichts aus eurem Leben, ihr seid alle faul und sitzt nur vor dem PC. Ihr geht zu Michael Stahl ins Selbstverteidigungstraining. Und ich dachte mir, jo, nein, ganz sicher nicht. Dann sagen die, okay, Herr Biller, dann kriegen Sie nicht 100% Geld, ne, 700 Euro, sondern 10% weniger. Ja, dann reden wir von 630, 600 Euro. Sei okay, ich gehe Sport machen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass heute Paul da ist. Muss ich sagen, weil folgendes, er war damals schon Trainer und war auch Co-Trainer, will ich mal sagen. Und hat es damals auf dem Herz gehabt, mich heimzufahren. Ja. Und ich muss euch sagen, ich komme aus Baden-Württemberg, ja, und meine Eltern, die sind halt auch religiös-katholisch gewesen, also Gott war für mich nicht fremd oder so. Und im Religionsunterricht habe ich durchaus, ja, auch das Evangelium mal gehört und diese ganzen Geschichten, die man kennt, mit, dass Jesus über Wasser ging und in einem Esel am Palmsonntag in die Stadt eingeritten ist. Und das ganze Zeug war mich fremd, ja, aber die Beziehung, und der Paul, der hat jetzt nicht großartig evangelisiert, aber was er gefragt hat, war einfach nur, ja, okay, Gott ist wichtig, aber wie ist deine Beziehung zu Jesus? Lass mich in Ruhe, ich will jetzt eine rauchen. Und bin so ein bisschen trotzig aus dem Auto. Ja, gut. Aber das war da, im Hintergrund. Jetzt finde ich mich in der Langzeittherapie von Dezember 2015, ein halbes Jahr, bis Juni 2016. Und in der Zeit habe ich gemerkt, ich kann nicht schlafen. Warum? Du hast durchaus ein Gewissen und dieses Gewissen redet zu dir. Ja? Wenn der Körper, wenn du am Tag zur Ruhe kommst, ich will mich eigentlich nur ins Bett legen, schlechtes Gewissen, hey, du beklaust deine Eltern. Natürlich macht es was mit deinem Gewissen. Du, ich kam auf die Welt mit Neurodermitis und mit Asthma. Ja? Und wenn die Psyche darunter leidet, es ist kein Auslöser dafür, aber ein sehr großer Garant dafür, dass dein Hauptbild sehr schlecht wird. Ja. Und durch das Rauchen, immer trocken und ständig verrissen, Paul ist einer der wenigen Menschen, die mich kennen, bevor ich mich, vorhin gesprochen, bekehrt habe.
Ja? Wie ich hier einen Riss über den ganzen Hals hatte, als hätte ich mit einem Puma gekämpft. Wie oft ich gesagt habe, ich kann nicht mitmachen. Weil sonst platzt die Haut an der Hand auf, wenn ich gegen so eine Pratze schlage. Ich muss aussetzen. Aber das tat was mit meinem Herz, nicht mitmachen zu können. Und dann bin ich in der Langzeittherapie und finde mich in einer Abwärtsspirale und konnte nicht einschlafen und sage nur, lieber Gott, bitte lass mich gut schlafen und was Schönes träumen. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ein damaliges Gebet von meiner Mutter aus Hoffnung, aus Hilflosigkeit, dass der junge Simon mit 4 einschläft und sich nicht blutig kratzt. Ja. Und seitdem fände ich wie ein Baby. Und das ist komisch, das ist das kindlichste Gebet, das es gibt. Oh, lieber Gott, bitte. Sonst nichts. Und das hat eine Welle angestoßen, dann komme ich zurück nach Aalen. Ja. Ende 16, Anfang 2017 bin ich auch sehr dankbar, dass Julius heute da ist. Warum? Ich habe einen Teilnehmer von uns, von unserem Verband besucht. Julius hat es aufs Herz bekommen, mich nach Hause zu begleiten. Und sage ich, ja, warum? Es sind nur 200 Meter. Haben wir über Jesus gesprochen. Vielleicht hat er gemerkt, dass mein Herz schon irgendwie geöffnet ist und ihm habe ich es zu verdanken, dass ich in die ein oder andere Hauskirche gekommen bin und in christlichen Kreisen Gemeinschaft gefunden habe. Und all diese Dinge hatten zur Folge, dass ich Freiheit erlebt habe. Ja? Ich hatte eine schwierige Wohnsituation, ich hatte immer wieder Polizei in meinem Wohnzimmer, Paul, Augenzeuge, ja, wie wir Karten gespielt haben. Ja, und das Haus war so hellhörig, ich war eigentlich ständig am Lärm belästigen. Ja. Und plötzlich wurde ich als Zeuge geladen, vors Gericht unter anderem. Und da habe ich mit Julius um Gerechtigkeit gebeten. Ich wusste nicht viel von Jesus, ich habe keine Bibel gelesen, aber was ich wusste, wenn es was gibt, was Gott auszeichnet, dann ist er der Schöpfer der Gerechtigkeit. Genau. Und auch da hat er Gerechtigkeit walten lassen. Klar, ich bin ausgezogen, aber das Gericht hat für meinen Vermieter gegen diese schwierige Mietpartei entschieden und haben gesagt, sie muss ausziehen. Seitdem herrscht Frieden. Und über die Jahre bin ich frei geworden durch ein Versprechen. Ich will nicht mehr spielen, weil ich gemerkt habe, ich kann es nicht, aber mit Jesus kann ich es. Und bin in einem ruhigen Moment auf die Knie und habe gesagt, bitte, ich verspreche dir, ich tue es nicht mehr. Das war 2019, bis heute spiele ich nicht mehr. Mein lieber Bruder hat dann immer wieder gesagt, ja, aber das ist schon mal wichtig, wenn du dich taufen lässt und alles Mögliche. Und das war dann dran im Oktober 2020 in der Badewanne. Legendärer Abend, total wunderbar. Und einen Monat später habe ich aufgehört zu tauchen, weil ich ein sehr überführendes Wochenende hatte. Dann bin ich im Januar drauf, ja, 2021, bin ich zum Lungenfacharzt. Dann sagte Herr Bilder, wenn eine gesunde Lunge 100% hat, dann hat ihre 101%. Ja, und dass ich kaum mehr unter Narkotis leide, sieht auch jeder. Und ich habe wirklich zum Herrn einfach gesagt, bitte regier du mich. Ich krieg's nicht hin. Wenn es nach meiner Schnauze geht, dann rauche ich, dann kiff ich, dann bin ich faul und hänge rum und mache nichts aus meinem Leben. Und er hat mir die Kraft gegeben, darüber zu stehen, nicht mehr abhängig zu sein, sondern hat mir in den letzten Jahren und Monaten gezeigt, ich bin abhängig von ihm. Und darüber bin ich sehr dankbar. Und er gibt mir auch Kraft. Es ist nicht immer leicht, es ist auch sehr oft schwer, aber er gibt mir Kraft auch, die Trauer zu bewältigen, als ich meine Mutter verloren habe. Das war auch ein ziemlich herber Schmerz, muss ich sagen. Und es war Weihnachten 2021. Ja. Es ist jetzt noch keine 2 Jahre her. Aber auch da ist er da und auch da durfte ich für meine Familienangehörige Licht sein. Ja. Weil die gemerkt haben, ja Simon, aber du lebst ja deinen Glauben. Ist doch klar, dass du besser durchkommst als wir. Und was eine Geschichte der Herr jetzt gerade aktuell schreibt, das will ich euch auch noch als Zeugnis teilen, dass er einen Plan hat, so wie Josef gesagt hat. Wir können so viel probieren, das fand ich echt ein wunderbares Beispiel dafür, dass der Mensch sehr viel versucht aus eigener Kraft und kommt nicht weiter. Aber wenn die Zeit reif ist, dann flutscht es einfach, dann ist die Tür offen und dann werden wir da durchgetragen. Und
Das Jobcenter hat mich in eine Maßnahme gesteckt, wo ich Hilfe bekommen habe, mich zu bewerben, ja, Praktika zu finden, Ausbildungsplätze zu finden. Und diese Dame, die damals zuständig war für mich, ist mit mir seit 9 Jahren in Kontakt. Immer wieder mal, ganz sporadisch, halbjährlich, hey Simon, wie geht's? Und ich finde mich gerade aktuell in einer Zeit, wo ich angefangen habe zu klagen über meinen Arbeitsplatz, weil es mich nicht mehr erfüllt. Und ich bin Anfang September, das war der Freitag, 1. September, da saß ich am 31.8. Donnerstag, saß ich abends bei meinem Vater im Wohnzimmer, dann ruft die besagte Frau Winter an. Na Simon, wie geht's dir? Ich sage, ja gut, ich habe Urlaub. Geht's mir immer gut? Dir auch? Ah ja. Was, wenn ich dir eine Stelle habe? Sag ich, wie Stelle? Soll ich ein Projekt geben? Als Selbstverteidigungstrainer, dachte ich. Da sagt sie, nee, Vollzeit. Vollzeit, als Seminarleiter. Und das ist eine Geschichte, die kann nur Jesus selber schreiben. Ja? Ich komme nach Aalen, mein Onkel, meine Familienmitglieder fragen immer, warum kommst du nicht zurück nach Ravensburg, hier sind deine Familie. Ja, aber der Herr hat einen anderen Plan. Der Herr will mich als Hoffnungsschimmer für die Leute, wie ich es damals war, die keinen Bock haben, aus ihrem Leben was zu machen, die lieber auf dem Bahnhof abhängen und rauchen und andere verprügeln. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, die einfach faul sind. Und für die kann ich ein Zeugnis und ein Beispiel und ein Licht und ein Hoffnungsschimmer sein, dass es auch anders geht. Und dafür bin ich mega dankbar. Und das ist euch zur Ermutigung. Im Herrn ist wahre Freiheit, Berufung, ein erfülltes Leben, das es gar nicht mehr notwendig macht, die Erfüllung in der Welt zu suchen. Weil der wahre Sinn liegt tatsächlich in ihm. Du hast mir vor kurzem mal berichtet, dass du mit deinem Vater so richtigen Männerurlaub hattest. Und da sind auch mega krasse Sachen passiert, oder? Ja. Erzähl doch. Das finde ich so stark, auch vorher mit Josef, das top, Luis. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wer von euch alles diesen gewissen Michael Stahl kennt. Um es kurz in einem Satz zu erklären, sein Lebensbericht ist so diese Versöhnung mit seinem Vater, ja, dieses Liebe aussprechen. Und tatsächlich habe ich das bei meinen Geschwistern gemerkt. Da war es herausfordernder tatsächlich als bei meinem Vater, sowieso bei meinen Schwestern. Oh, ich hab dich lieb. Weil was bist du denn für eine Flasche? Dachte ich, dass sie mich da verurteilen. Aber es ist schon ein ziemlich großer Segen. Und bei meinem Vater habe ich das auch gemacht. Und heute finden wir uns, wo er das selber aussprechen kann, dass er von sich aus aktiv das macht. Und seine Idee war es, um Pfingsten rum nach Pfingsten in Urlaub zu gehen. Nur wir beide. Und wir sind nach Sardinien eine Woche. Anreise war sehr holprig. Ja, da waren auch ein paar Stolpersteine, ein Auto, das kaputt geht, am Flughafen, Parkplatz, wo man nur 8 Minuten stehen darf. Am Ende standen wir 1,5 Stunden in der Parkbucht und 50 Euro Parkzettel. Herrlich. Wir Billers sind eigentlich ständig hungrig. Meine 3 Freunde, die ich dabei habe aus Aalen, und die kennen mich. Und mein Vater natürlich auch. Also wir haben mittags einen Döner gegessen und in Sardinien am Hotel waren wir abends wir waren am Flughafen um 10 Uhr abends. Okay. Einen Bärenhunger. So, und dann sagt mein Vater, oh Simon, ich habe einen Fehler gemacht. Was? Ich habe keinen Shuttle zum Hotel gebucht. Sag ich, ja, wie weit haben wir? 70 Kilometer. Sag ich, ja, okay, dann frag mal einen Taxifahrer, der will natürlich 200 Euro. Next please, weitergesucht. Und dann fragt man so eine Dame, die mit uns im Flieger saß. Und man, ja, gibt es da irgendwie ÖPNV? Was ist das? Ja, Zug und Bus? Nö. Ja, doch, aber um die Uhrzeit nicht. Ja.
toll. Und ich werde mega ungeduldig, dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Also dann haben wir einen Fiat 500 ganz Italien-like gemietet und sind dann die 70 Kilometer gefahren, kamen um 11:30 an. Und dann hat mein Vater eine übernatürliche Versorgung erlebt, weil auch er jetzt allmählich die Geduld verloren hatte. Und wir kommen an, nirgendwo ein Hotelier, der kommt dann eine halbe Stunde später und sagt, ah, you prefer to see the room? Sagen wir, nee, wir wollen eigentlich ins Restaurant was essen, wir haben mega Hunger, das Zimmer interessiert uns nicht. Also, und das Ende vom Lied war, er hat einen Tisch gedeckt. Ganz, ganz, der Herr sagt ja sogar, deckt uns einen Tisch im Angesicht des Feindes, ne? Auf dem Schlachtfeld. Und es wird mir erst gerade klar, wie ich das euch sage. Wir kommen da dann rein und dann sagt er, ja, aber das Restaurant hat noch auf. Da so Infotafel, schließt um 21 Uhr, ist Mitternacht, das hat nicht auf. Doch, doch, vertraut mir, das hat auf. Der hat zwei Teller hergerichtet, einen ganzen Krug voll Wein und hat am Abendessen gesehen, die Billers haben nicht eingecheckt und hat uns ein Abendessen vorbereitet. Herrlich. Und dann guckt mein Vater mich an. Ja, Simon, also, das ist ja hier Schockgnade vom Himmel, oder? Dass wir hier jetzt noch um die... Genau. Ja. Und dann haben wir einmal einen Roadtrip gemacht. Wir wollten ein bisschen was vom Landesinneren sehen. Mittags 2:30, Selvin Grün, nichts gegessen seit 8 Uhr. So, boah, Mann, was geht jetzt? Eine Bollenhitze. Wir wollten an den See und dann an den Kiosk gucken, wie einen schnellen Imbiss. Ja, es war ein Naturschutzgebiet. Da war gar keine Zivilisation, nichts. Da war vielleicht ein Skorpion, so ein Schnitzel. Also immer komm, ich habe mir das anders vorgestellt, fahr mal da zu der Reiterkoppel hoch. Jetzt hatten die eine Pferdesegnung. Überall wie bei der Hochzeit so Wimpel und so. Und auch da das Ende vom Lied, ich habe irgendwo so ganz still ein Stoßgebet, wie der Josef gebetet. Ah, ja, bitte versorg uns. So. Wir haben ein Leibbrot so groß wie der Tisch, eine 1,5 Liter Flasche Rotwein bekommen, solche Salatblätter, 20 Stück, zwei Hände voll Tomaten und ein ganzes Alu voll selbstgemachten Fleisch, was übrig geblieben ist vom Fest, von der Segnung. Und dann wollten die kein Geld dafür, mein Vater hier einen Schmatzer auf die Wange gedrückt. Und dann hat er auch gesagt, boah, das ist aber schön hier, göttliche Versorgung, dass man das, und wir hatten am nächsten Tag noch zu essen davon. Und es war auch für ihn ein richtiger Segen, ja. Vielen Dank. Also ihr seht, auf diesen Gott, von dem wir jetzt schon dreimal gehört haben und wir werden noch ein viertes Mal hören, er lässt uns wirklich nicht im Stich, er versorgt uns, er vereint wieder Familien, auch in den schwersten Stunden. Ja. Und ich habe dich jetzt in den letzten fast 12 Monaten, wo wir Young Generation zusammen aufbauen, dich schon als ein junger Mann, der weiß, was er in seinem Leben machen möchte, wo die Reise hingeht, dass du auch auf das hörst, was der Herr dir auf dem Herzen legt und du nicht, sag mal, deinen Kopf durchsetzt, sondern du einfach deine Wünsche ihm vorträgst und vor allen Dingen deine Verbindlichkeit. Und wenn man das so ein bisschen mal durch den Kopf gehen lässt, dieses Kiffen, was er vorhin gesagt hat, ich kenne auch andere Leute, die eben durch diese Drogen hier oben Defizite haben. Habt ihr in ihnen irgendwie ein Defizit erkannt? Nein. Gar keinen. Das kann nur Gott. Das kann nur Jesus Christus. Und deswegen bin ich so stolz darauf, dass er wirklich dann in diese Offensive hinausgeht und es dann auch sagt und vor allen Dingen, was er auch dann sagt, dass er sich in der Art und Weise gebrauchen lässt von ihm. Also vielen Dank an dich. Ja, ich in der Einladung hieß es, dass ich euch einen David serviere. David leitet dieses Chapter Young Generation. Und er hat auch gesagt, okay, kein Thema, er geht hier als letzter Sprecher in die Runde hinein und ich bin mal gespannt, was der Herr dir auf dem Herzen gelegt hat und was du uns alles erzählen und berichten möchtest. Feuer frei. Ja, genau. Ich wurde ja schon ein bisschen vorgestellt. Ich sage auch mal kurz was zu mir. Mein Name ist David, ich bin 24, komme aus Altenkirchen. Wie wir schon gehört haben, es liegt in der Nähe von Köln. Genau, freue mich hier zu sein und genau, Simon und ich haben ja gerade schon einen Applaus bekommen. Vielen Dank dafür, aber ich finde es auch total wichtig, dass ihr euch einen Applaus gebt, weil wir echt richtig froh und dankbar sind, dass jeder einzelne von euch heute gekommen ist. Deswegen, Herzschluss heute. Genau, also definitiv richtig cool, dass ihr heute alle da seid.
Und genau, ich hätte niemals gedacht, so vor 3-4 Jahren, dass ich irgendwann mal hier sitze und so aus meinem Leben, aus meinem christlichen Leben erzähle. Ich kannte Christen im Beruf schon, ich kannte EAF Mensch Gott, vielleicht kennt das ja ein paar von euch. Genau, also diese ganzen Berichte, wo Leute Jesus in ihrem Leben erfahren haben. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich von meinem Leben irgendwann mal erzählen werde, wie ich Jesus erlebt habe. Und was wir hier machen wollen, ist nicht euch irgendwie einen schönen Nachmittag zu machen oder Vormittag, cooles Essen oder so, sondern wir wissen, dass Gott mit jedem Einzelnen von euch eine Geschichte schreibt. Und manchmal spüren wir das nicht, das hat Josef richtig gut gesagt. Wir spüren es manchmal nicht, wir erkennen manchmal Gottes Wege nicht, aber wir sind hier, um euch zu sagen, Jesus schreibt mit jedem Einzelnen von euch seine Geschichte. Und ja, er ist ein richtig guter Gott und er hat Interesse an eurem Leben, voll mit euch zu leben, euer Leben komplett zu verändern. Das ist der Grund, weshalb Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns Leben zu geben. Er sagt von sich selbst, ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss. Und genau deswegen seht das heute nicht als irgendeine interessante Veranstaltung, so wie ich auch damals coole Zeugnisse gehört habe. Die haben meinen Glauben gestärkt, die haben mich näher zu Gott gebracht. Aber versteht, dass ihr nicht umsonst hier seid, dass ihr nicht zufällig hier seid, sondern dass ihr wirklich einfach versteht und aus unserem Leben versteht, Gott hat einen Plan mit euch. Gott will volle Kanne mit euch durchstarten, weil er euch liebt und ja, weil ihr nicht irgendwie, es gibt da keinen großen Christen, der irgendwie, keine Ahnung, große Veranstaltungen macht und keine Ahnung was, sondern die kleinen Christen, nein, jeder Mensch ist geliebt und wichtig und Gott macht da keinen Unterschied. Er ist für alle gestorben und er möchte euch ganz persönlich so begegnen, dass ihr irgendwann, vielleicht macht ihr es jetzt schon, aber irgendwann wirklich Menschen erzählen könnt, wow, dieser Gott, der hat mein Leben komplett verändert, dass ihr es in die Welt hinausschreit, weil ihr einfach diesen Gott richtig kennengelernt habt. Und genau, das ist jetzt ein bisschen spontan, aber ich möchte kurz erzählen, wie ich so das für mein Leben erfahren habe. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und vielleicht kennen ein paar von euch, könnt mal die Hand heben, den Begriff Froki. Kennt den jemand, den Begriff Froki? Kennt den keiner? Okay, gut. Froki, weißt du das, Simon? Nee? Oder vielleicht spreche ich auch falsch aus, aber fromme Kids, ist das? Doch, das ist doch so ein, ist doch so ein Begriff in der Christenheit, fromme Kids. Also die Kinder, die quasi in der christlichen Familie aufgewachsen sind. Genau, das sind die Frokis. Also jedenfalls von mir das erzählt, ich kannte das vorher auch nicht. Genau, ich war jemand, der in der christlichen Familie aufgewachsen ist. Meine Eltern, die waren, sind jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen, meine Großeltern schon. Der Vater von meinem Opa war sogar Pastor, so ähnlich wie bei dir. Und genau, ich bin mit diesem Glauben aufgewachsen und ich habe gewusst, es gibt einen Gott. Und ich wusste auch, ich habe so verstanden, okay, dieser Jesus, der ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Und das fand ich richtig cool, weil wenn er für meine Schuld gestorben ist, dann ist meine Schuld weg und ich kann machen, was ich will. Und dementsprechend habe ich dann auch gelebt. Also ich war jetzt niemand, der irgendwie jetzt groß gewalttätig war oder irgendwie jetzt, wie die Welt sagen würde, schlimme Sachen gemacht hat. Aber ich habe einfach mein Leben gelebt. Ich war auch in Pornografie drin. Ich habe mir meine Freunde einfach, wir waren auf Partys, habe einfach so einfach das Leben gelebt. Ich war ich war auch so total Deutschrap verliebt, so das war voll so Kapital Bra, so vielleicht kennt ihr ein paar. So, das waren einfach so auch ein Stück weit meine Vorbilder und ein Stück weit auch meine Identität, so die ich so ein bisschen gesucht habe. Und ja, ich habe gemerkt, irgendwie ist da so ein Doppelleben. Also ich bin sonntags in die Gemeinde gegangen und ich habe mich auch, wie gesagt, als Christ gesehen. Jesus ist ja für meine Schuld gestorben. Aber dann, als ich aus der Gemeinde rausgegangen bin, war so ein kompletter Shift und ich habe dieses christliche Leben gar nicht gelebt. Also wie man sich das manchmal vorstellt oder wie ich das so bei anderen Menschen gesehen habe, auch Leute, die so hier so anderen erzählt haben, wie sie mit Jesus leben, das hatte ich nicht. Und das hat mir irgendwie auch ein Stück weit immer ein bisschen zu bedenken gegeben. Okay, ich verstehe auch irgendwie nicht so wirklich, was hat Jesus am Kreuz so wirklich für mich gemacht, was steckt so dahinter. Aber ich habe einfach mein Leben gelebt und genau, und dann weiß ich noch, ich war einmal in einer Gemeinde und der Gottesdienst war vorbei. Ihr kennt das ja, man steht so zusammen dann noch und die Eltern quatschen mit irgendjemand anderem und man will am liebsten nach Hause und so. Und auf jeden Fall stand ich da und da war eine Frau im Gottesdienst. Und ich weiß noch, die Frau, die steht da so und guckt mich so an und sagt dann so, ich kannte die gar nicht, sagt dann so, weißt du, man kann nicht halb mit Gott leben, entweder ganz oder gar nicht. Und ich dachte, ja, das stimmt, das ist gut. Und dann habe ich so kurz danach nachgedacht, meint die vielleicht mich so ganz persönlich? Und dann habe ich überlegt, okay, irgendwie trifft das schon ein Stück weit so auf mein Leben zu.
weil ich, also ich mache weder ganze Sachen noch halbe, also noch gar nichts, also so lauwarm war ich. Und das hat mir ein bisschen zu bedenken gegeben, aber ich habe es immer so weggeschoben, weil ich vielleicht gedacht habe, naja, die kennt mich ja gar nicht und vielleicht meinte mich auch gar nicht, was war so ein allgemeiner Satz, aber irgendwie in meinem Herzen hat sie mich getroffen und die Bibel sagt, das hat mich so ein bisschen überführt. Naja, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube 2017, 2018 habe ich mein Abitur gemacht und ich habe das ein bisschen wie der Josef dann erlebt, dass dann auch bei mir in der Familie so ein bisschen turbulent wurde so und in der Zeit hatte ich irgendwie so persönlich so ein bisschen zu kämpfen mit mir drin. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich würde nicht sagen, dass es eine Depression war, das würde jetzt zu krass klingen, aber ich weiß, dass auf meinem Leben irgendwie so eine Schwere lag, so eine Dunkelheit irgendwie. Und irgendwie, es war so, als ob mein Leben so, ich sag mal, so ein bisschen auf so einem wackeligen Fundament war. Das war irgendwie nicht so mit beiden Beinen so, sondern irgendwie einfach so bruchhaft. Und ich habe mir auch schon seit Jahren, habe ich mir immer wieder gesagt, warum lebe ich überhaupt auf dieser Welt? Also ich habe mir das ganz oft selber gestellt und auch zu Gott so gebetet. Und also auch gesagt, so Gott, warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Warum bin ich eigentlich geboren worden? Warum hat sich die DNA und keine Ahnung so entwickelt, dass ich jetzt hier so als David auf dieser Welt lebe und dieses für mich harte Leben leben muss? Für mich war das Leben, und das war 2018 so ein bisschen der Höhepunkt, einfach schwer. Es war für mich total schwer, vielleicht auch ein bisschen, was ich in der Schule so erlebt habe. Das war mir auch mal ein Struggle für mich, Schule, ich kenne das ein paar, aus diversen Gründen. Und für mich war es einfach schwer. Und das hat mich wirklich häufig einfach sehr runtergedrückt. Und ich war nicht suizidgefährdet, aber ich habe mir ganz oft einfach gewünscht, einfach nicht mehr zu leben und irgendwie so in den Himmel und irgendwie mit Gott und keine Ahnung was so. Genau, und das hat mich sehr, sehr lange begleitet. Und ich weiß dann, 2018 war ich in einem Gottesdienst nochmal. Also das war in so einer Gemeinde, wo ich sonst nicht hingegangen bin. Und ich war dann mit meinem Vater und ich weiß noch, an dem Tag hatte ich ein Fußballspiel danach und wir waren alle so ein bisschen, der Gottesdienst ging ziemlich lang und ich war schon mit meinem Vater so, ey, wir müssen gehen und so und sobald es vorbei ist, springen wir auf und gehen weg. Auf jeden Fall, Gottesdienst war vorbei, wir zwei stehen auf, alles klar, wollen zur Tür raus und mir ist aufgefallen, dass ein paar Minuten bevor der Gottesdienst beendet wurde, der Pastor sich vorne an die Tür eingestellt hat. Und auf jeden Fall, wollen so an ihm vorbei und so verabschieden, ne? Tschüss, jetzt, wir müssen weg. Und dann sagt der Pastor so zu mir oder zu meinem Vater und mir, halt, ich muss noch ganz kurz mit euch sprechen. Und wirklich in dem Moment war in mir, also ich versuche das ein bisschen zu beschreiben, war wirklich wie von 0 auf 100 wirklich so ein kompletter Change. Also ich habe wirklich in dem Moment einfach gespürt, wie, ja, ich habe Gott in dem Moment wirklich gespürt. Ich habe wirklich von jetzt auf gleich angefangen zu weinen. Ich musste das richtig zurückhalten. Und ich habe einfach wirklich Gottes Gegenwart in dem Moment gespürt. Ich kann das schwer begreifen, aber ich kann einfach nur sagen, dass in dem Moment wie so ein Schalter umgelegt wurde. Ganz übernatürlich. Habe ich nie vorher erlebt. Das war auch nichts irgendwie, ja, irgendwas, wo ich mich reingesteigert habe, wo der mit mir geredet hat und gebetet und dann musste ich anfangen zu weinen. Nein, das war wirklich von jetzt auf gleich. Und das ist auch ein bisschen was Freddy auch so vielleicht, was du auch erzählt hast. Wirklich in dem Moment habe ich nochmal ganz stark so verstanden, wow, dieser Gott, der lebt wirklich. Und genau, und das habe ich in dem Moment, habe ich das einfach total gespürt und dann hat der Pastor so angefangen, sozusagen, ey, Gott hat einen Plan für dein Leben, er sieht dich und dann hat er mir auch noch so ein paar Dinge gesagt, die ich in meinem Leben nicht richtig mache, aber das war nicht irgendwie, dass er gesagt hat, so anklagend, sondern einfach so, hey, Gott sieht das und er möchte das einfach ändern, er möchte das besser machen und lass davon los und geh jetzt einen anderen Weg. Und das habe ich in dem Moment einfach so stark gespürt. Und das war einfach eine Sache, er hat eine ganz konkrete Sache in meinem Leben angesprochen, von der niemand etwas wusste. Das war so eine Sache, die ich mit meinen Freunden gemacht habe. Und er hat das angesprochen. Ich kannte den Pastor nicht, er kannte mich nicht. Ich bin zum zweiten oder dritten Mal in diese Gemeinde gegangen. Und er spricht das an, mit diesem krassen, übernatürlichen Erlebnis. Und in dem Moment war mir einfach nochmal klar, dieser Gott, der ist wirklich lebendig. Und ich kannte das vorher. Ich kannte dass Leute angesprochen werden von Gott und dass sie, oder auch diese Zeugnisse, ah, ich habe Gott erlebt, und aber ich habe niemals gedacht, dass das mit meinem Leben passiert, niemals. Weil ich immer gedacht habe, ich bin der Christ, ich lebe mein Leben und alles gut so. Aber ich habe in dem Moment wirklich erfahren, Gott ist real. Und er sieht mich, er kennt mich und er hat einen guten Plan mit mir. Und das war einfach so krass und nicht das, was er zu mir gesagt hat, sondern einfach dieses Verständnis, hey, Gott lebt und er sieht mich und hat einen Plan mit meinem Leben. Und das hat mich so überwältigt und das hat mich einfach nochmal so gepowert, einfach so,
all in für Jesus zu gehen. Und das habe ich vergessen zu erzählen davor. Ich war zum ersten Mal in dieser Gemeinde und da hat jemand, so ein Evangelist, gesprochen und hat gemeint, ey, du kannst nicht glauben, dass du bewusst sündigst und trotzdem in den Himmel kommst. Und das war richtig krass. Und ich habe in dem Moment gespürt, okay, Mist, ich mache Dinge, die gefallen Gott nicht. Ich weiß das auch, aber ich verlasse mich auf seine Gnade und ich lebe mein Leben einfach. Und das hat mich dem Moment überführt. Und dann hat so ein Prozess gestartet und dann hatte ich halt dieses dieses Erlebnis dann mit Gott. Und ja, also es war einfach eine krasse Reise so. Und ja, genau, wie lebe ich jetzt? Ich kann einfach nur sagen, ich bin so dankbar, dass ich dieses Leben leben darf, weil ich weiß, dass es einen Gott gibt, der für meine Schuld gestorben ist, dem ich nachfolgen kann und mit dem ich in Ewigkeit zusammen sein darf. Und das ist so etwas Überwältigendes. Je mehr ich über Gott lese, je mehr ich verstehe, wie er ist, wie er mich auch sieht, desto mehr freue ich mich, wirklich in Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein. Und das hat jeden Todeswunsch sozusagen weggedrängt, jede Dunkelheit, jede Bürde. Und ich kann wirklich auch, ich hatte früher krasse Zukunftsängste, gar nicht mehr. Weil ich jetzt Jesus kenne und weil ich all in für ihn gegangen bin. Und ich hatte einfach diese Entscheidung in meinem Leben, da habe ich auch so ein bisschen gestruggelt, wirklich so Jesus alles zu geben. Aber ich habe einfach wirklich gespürt, wie Jesus mich ruft, wie er mich wirklich ruft, all in für ihn zu gehen. Und ich kann euch sagen, es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens, weil er hat alles neu gemacht, nicht von jetzt auf gleich, aber prozessweise. Und er hat vieles aufgeräumt und ich darf so viel mit ihm erleben, ihn so viel mehr kennenlernen. Jetzt letztens war ich mit Lukas begleitet mich hier, war ich jetzt auch für 2 Monate auf so einer Art Kurzbibelschule von Zephan und einfach auch Hammererlebnisse gemacht. Und mit Gott zu leben, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Genau, und ja, ich weiß noch, es gab einen Moment, das war im Sommer 2018, da war ich in Spanien wandern und da habe ich mir so eine Predigt angehört. Das war so der Zeit, wo ich so wirklich gemerkt habe, okay, Gott ruft mich irgendwie, so mein Leben ihm voll hinzugeben. Und da hat dann in so einer Predigt dazu jemand gesagt, so stell dir vor, es käme jetzt so ein Zug und dieser Zug, der fährt so Richtung Erweckung oder so Richtung Gott. Würdest du in diesen Zug einsteigen? Und das hat mich voll getroffen und ich habe wirklich in dem Moment gespürt, okay, Gott will, dass ich quasi in diesen Zug einsteige und mit ihm fahre. Und genau, wie gesagt, ich habe diese Entscheidung getroffen und ja, dieses Bild von diesem Zug, das hat mir der Heilige Geist jetzt vor ein paar Wochen auch nochmal gegeben und das möchte ich euch gerne weitergeben, vielleicht hilft euch das auch so ein bisschen. Stellt euch vor, unser Leben ist wie ein Zug, wie ein Lebenszug quasi, also wir alle sitzen in einem Zug, wo wir uns entschieden haben, irgendwann, wir steigen da ein und fahren in eine bestimmte Richtung. Josef ist in die Richtung Beruf, Karriere gefahren und andere, jeder Einzelne von uns fährt in diesem Zug. Und wir alle haben uns entschieden, diesen Zug einzusteigen. Und dieser Lebenszug, der fährt. Aber was die Bibel uns sagt, dass unser Leben, dass wir ohne Gott grundsätzlich sind, unser Naturzustand ist ohne Gott. Die Bibel sagt, ihr wart ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Und wir alle sind von Natur aus in diesem Zug, der uns genau entgegengesetzt von Gott bringt, in die entgegengesetzte Richtung. Wir fahren quasi von Gott weg. Und was ich zum Beispiel in meinem Leben irgendwann erfahren oder irgendwann gemerkt habe, ey, ich sitze in einem Zug und ich schaue aus dem Fenster raus und mir gefällt nicht, wo ich hinfahre. Ich habe irgendwie irgendwann gemerkt, okay, so dieses Leben, je weiter ich fahre, je weiter ich gehe, mir gefällt das nicht, wo das hingeht. Und vielleicht gibt es hier auch ein paar, die schauen so aus ihren, ich weiß nicht, ob wiefern ihr mit Gott unterwegs seid, aber vielleicht seid ihr noch nicht mit ihm unterwegs und ihr schaut manchmal aus eurem Fenster raus und denkt so, ey, wo bringt mich dieser Zug hin? Und mir gefällt irgendwie vielleicht auch gar nicht, wo ich hin will. Und du sagst vielleicht, ey, Zugschaffner, wo fahre ich hin? Und was passiert? Und was ich wirklich in meinem Leben irgendwann gemacht habe, ist quasi an einer Haltestelle sozusagen, wo der Zug gehalten hat, bin ich ausgestiegen, habe das Gleis gewechselt und bin in einen neuen Zug gestiegen. Und dieser Zug, der fährt jetzt wieder in Richtung Gott und der Zugführer ist quasi jetzt Jesus. Das heißt, ich habe mich irgendwann entschieden, aus meinem Zug auszusteigen und in einen Zug zu steigen, wo Jesus die Kontrolle hat, wo er mich führt, wo er die Richtung vorgibt. Und das hat was auch mit Loslassen zu tun und auch mit Hingabe und Gottvertrauen. Und ich glaube, diese Entscheidung, die muss jeder von uns treffen. Bleibe ich in diesem Zug drin, Vater, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird nicht sterben und der wird ewig mit Gott zusammen sein. Und die Bibel sagt, wenn du das wirklich glaubst, dass Jesus begraben wurde, dass er ins Kreuz gegangen ist für unsere Schuld, begraben wurde und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, wenn du das glaubst, wenn du Jesus zu dem Bestimmer deines Lebens machst, wenn du Jesus nachfolgst, so wie ich es irgendwann entschieden habe, so wie es Simon und all die anderen, wenn du das machst,
dann wirst du ewiges Leben haben. Das sind einfach die zwei Bedingungen quasi, die Gott uns durch dieses Geschenk des ewigen Lebens, die er uns anbietet. David, auch du, komm mal kurz nach vorne, weil du bist so im Hintergrund, du machst ohne große vorherige Abstimmung, macht er schon Kamera, Film und allem drum und dran. Ihr sollt auch ihn gesehen haben. Vielleicht ist er beim nächsten Mal dann da vorne und erzählt von seinem Leben, weil er hat auch ein ganz starkes Zeugnis, was er im Elternhaus alles macht und. Also das sind viele, viele Dinge, die man in der Form nicht so wahrnimmt. Und deswegen bin ich auch froh, dass du mit dabei bist, so wie ich froh bin, dass die Mannschaft nicht nur wir 3+1, sondern dass wir hier noch mit anderen jungen Menschen in Kontakt sind, die aber leider aus der Distanz und so weiter nicht dabei sein konnten. Aber wir werden das alles nachholen. Und meine Frau hat so einen kleinen Impuls für uns, für Young Generation bekommen. Und zwar, dass wir hier heute, was ihr gemacht habt, weil ich habe ja kein einziges Wort geredet. Nee. Na, überhaupt nicht. Ne? Aber das, was ihr gemacht habt, hier Zeugnis zu geben, davon zu berichten, was Gott in eurem Leben getan hat, und du wirst es auch noch machen, David, du kommst mir nicht von der Schippe, dass es wie ein Startpunkt sein wird. Das ist eine Explosion, die entstanden ist, die wir hier hinaustragen, und wir sind vielleicht hier nur ein kleiner Haufen, aber das wird hier im Grunde genommen der Stein wirklich zum Startschuss kommen, wo wir nicht nur hier in München, sondern das, was wir uns als Ziel vorgenommen haben, Deutschland, ja, und wenn es noch ein bisschen mehr darüber hinaus gibt, die ganze Welt in der Form weiterzugeben, und das ist das, was unser Herz oder euer Herz auch immer wieder brennt, wenn ich mit euch regelmäßig in Kontakt bin und wenn ihr wisst, sondern wir können hier noch die Zeit miteinander genießen, und ein schönes Wochenende wünsche ich euch allen.